Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaowner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und heute möchte ich euch eine echte Seltenheit aus dem Pflanzenreich vorstellen, und zwar eine neue Anubias-Art. Das, was ich jetzt hier in dem kleinen In-vitro-Töpfchen vor mir habe, das ist die Anubias Bateri Nana Pangolino. Und die Pangolino ist eine neuartige Züchtung und das ist die kleinste Anubias der Welt. Die ist noch echt schwer zu bekommen und wenn man sie bekommt, ist sie auch wirklich nicht günstig. Ich habe meine über den Store von Aquasabi bezogen und es waren wirklich nur noch wenige Vorräte und ich habe fast 20 Euro für dieses kleine Töpfchen bezahlt. Daran seht ihr, wie selten diese Pflanze noch ist. Aber gerade für mein sehr, sehr kleines Becken mit den nur 20 Litern ist das natürlich genau das, was ich haben will. Ja? Eine Anubias, die so klein ist. Die normale Anubias Petit oder auch die Bonsai, die sind ja schon sehr klein, aber in so einem 20 Liter Aquascape würden selbst die noch sehr groß wirken, verglichen mit dem Hardscape oder verglichen mit den anderen Pflanzen, die ich im Vordergrund habe. Ja? Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr auf die Größenverhältnisse in eurem Becken achtet und da kam mir eben diese Neuzüchtung sehr gelegen und wir werden dieses Schätzchen jetzt gleich einpflanzen und dann mal schauen, wie es sich entwickelt. So, bei der Anubias handelt es sich generell ja um eine Aufsitzerpflanze, das heißt, sie wird nicht in den Bodengrund eingegraben, sondern sie wird einfach aufgesetzt auf Steine oder auf Holz, kann dann dort festgebunden werden, damit sie nicht wegtreibt, aber wenn es einfach so kleine Rillen sind, kann man sie da auch so ein bisschen reinstopfen und wächst dann dort fest. Die hat ein sogenanntes Rhizom, das ist so eine Art Hauptwurzel, von der kleine Fangwurzeln aus ausgehen, die sich dann eben an dem Stein oder an der Wurzel festhalten, also wirklich auch kräftig festhalten. Und diese Pflanze darf halt nicht eingegraben werden. Aber deshalb ist sie halt ideal für Steine, für Holz, für sowas, wo man eben Sachen aufsetzen kann. Und diese Pflanze fühlt sich dort sehr, sehr wohl, wenn sie irgendwo drauf sitzen kann. Hier zu dem Töpfchen, das ist jetzt eine In-Vitro-Pflanze von Plant-It, von Dennerle. Da stehen eben auch so die Basic Facts drauf für diese Pflanze. Also sie braucht wenig bis gar kein Licht. Sie braucht Temperaturen von 22 bis 28 Grad. CO2 0 bis 10 Milligramm und sie ist für den Vordergrund geeignet. Also eine Pflanze, wie alle Anubias auch, halt sehr, sehr anspruchslos, braucht im Prinzip kein CO2, braucht nicht wirklich viel Licht, muss einfach nur irgendwo sitzen und dann wächst sie vor sich hin. Sie wächst sehr langsam, aber das ist eben auch bei allen Anubias der Fall. Aber dafür ist sie natürlich auch wirklich gut geeignet für das Begrünen von einzelnen Elementen des Hardscapes. Wie bei allen In-Vitro-Pflanzen müssen wir erstmal damit anfangen, das Nährmedium abzuspülen. Die Pflanze steht in so einer Art Gel und das muss jetzt einmal unter laufendem Wasser einfach abgespült werden, damit die Wurzeln frei liegen. Das Abspülen geht wirklich sehr schnell, das Gel ist nicht sonderlich fest und jetzt können wir nämlich anfangen, die Pflanze zu zerteilen, indem wir sie einfach in kleinere Stücke, zum Beispiel reißen oder schneiden, um sie dann einpflanzen zu können. Bei einer Aufsitzerpflanze wie der Anubias, die ein Rhizom besitzt, ist es in der Regel so, dass man die Pflanzen einfach per Hand trennen kann, ansonsten nehmen wir eine Schere. Jetzt können wir anfangen, die kleinen Elemente einzeln einzusetzen. Ich werde schauen, dass ich meine Portion hier in diese Lücken im Stein positioniere. Dort können sie sich schön festhalten, schön anwachsen und sehen auch sehr dekorativ an diesen Stellen aus. Ein größeres Stück kommt unten auf einen der größeren Steine bei mir. Und so ist es jetzt das fertige Ergebnis. Wir haben jetzt insgesamt 5 kleine Anubias-Portionen im Becken verteilt. Ich bin äußerst zufrieden damit und ich freue mich, wenn die Pflanze richtig angewachsen ist. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.